Wenn wir jetzt so die Vorderachse einstellen, wird dein Lenkrad niemals richtig gerade. Es kann aber auch Getriebe sein. Die öffnet schon für dich hier. Komm rein, Schrottplatz. Hallo? Hi, Losch. Hi. Hi. Da bist du ja. Ja, da bin ich. Wir machen heute eine Spureinstellung. Bereite schon mal alles vor. Mhm. Warum war der hier nicht drauf? Hier? Was ist denn hier? Die haben ja alles erneuert, ne? Ja. Komm, wir zeigen nochmal. Alle Gelenke hinten, alle Gelenke vorne, alle Bremsen. Jetzt, das Wichtigste ist die Spureinstellung. Und das werden wir machen. Was bei einer Spureinstellung sehr, sehr wichtig ist. Weil viele machen das sehr, sehr falsch. Wie zum Beispiel, die stellen nur vorne ein, wenn hinten aber richtig ausgeschlagen ist. Das heißt, hinten kann man bei manchen Autos nicht sehr oft einstellen. Aber wenn er im Toleranzbereich ist, dann kann man auch nur vorne einstellen. Ist man aber außer Toleranzbereich, dann muss man erstmal leider Gottes bei manchen, ich sag mal ein Beispiel, Golf 6, hinten diese Federteller, wo du die Spur einstellen kannst, da musst du die erneuern und danach die Spureinstellung machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das zeige ich euch heute. Reifendruck von den Reifen ist wichtig, haben wir gemacht. A und O bei einer Spureinstellung ist, die Reifen müssen gut sein. Das heißt, wenn die Reifen schon abgefahren sind und du machst eine Spureinstellung, das bringt nichts. Aber was ist in unserem Fall? Bei uns müssen wir jetzt eine Spureinstellung machen, weil wir alles erneuert haben. Das heißt, wir wollen jetzt eine Probefahrt machen. Wir können aber keine Probefahrt machen, weil das Lenkrad vielleicht so steht oder so steht. Okay. Und der will nach links, nach rechts. Egal. Wichtig ist, also der ist gerade. Aber wenn wir später einmal neue Reifen haben, dann kriegt er wieder eine Spureinstellung. Aber ich bezahle ja nicht für die Spureinstellung, von daher alles gut. Die Reifen bekommen wir noch von Kummo. Zwiebel. Noch ein Tick. Zurück. Okay, super. Dann haben wir Mercedes. Natürlich bei der Spureinstellung ist auch wichtig, das richtige Auto auswählen. Also hier siehst du ja, ne? Guck mal, W211. Guck mal, wie viele Sorten es gibt. Ui. Variant, Klassik und. Mit Fahrwerk, ohne Fahrwerk, mit Luftfahrwerk, hinten vorne Stahl, hinten Luftfahrwerk. Das ist unser. Echt? Yes. Aha. Na, Reifen sind abgenutzt, brauche ich ja nicht schreiben. Alles anschließen, Wagen hochheben. Und dann einmal den Rundlauf messen. Machen wir aber in dem Fall nicht. Boah, der kann den nicht anzoomen. Mich haut's hier weg. So interessant, oder? Boah, okay, ganz minimal verstellt. Mhm. So ungefähr steht das schief. Jetzt wird das Lenkrad fixiert. Ja, jetzt machen wir den gerade. So ungefähr, was wir denken, das ist gerade. Naja, dann gucke ich gerne immer von hinten so. Echt jetzt? Ja, ja, sieht man ja von Weitem. Ne? So, und sieht damit, wenn man ein bisschen nach links schaut. Machst ja, ein bisschen Knick in der Optik habe ich. Das ist so. Auch von der Seite ein bisschen schwierig, oder? Ja, da haben wir schon mal die Werte. Das heißt erstmal noch nichts. Die Hinterachse ist jetzt sehr, sehr wichtig. So, wir haben alles. Sturz ist perfekt. Aber wie du siehst, ist die Spur richtig verstellt. Mhm. Und jetzt müssen wir erstmal die Hinterachse zu 100% einstellen, damit wir die Vorderachse einstellen. Also erst das hinten wichtig. Guck jetzt, ich zeig dir jetzt, das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Jetzt gucken wir die Vorderachse erstmal an. Genau, wir gucken uns die Vorderachse jetzt an. Du siehst die Werte jetzt, ne? Mhm. So, und das ist die Hinterachse jetzt. Die Vorderachse haben wir jetzt gesehen. Wenn wir jetzt das verstellen, dann sind die Werte von vorhin alle anders. 0,10 Grad Toleranz. Okay. Und wir sind bei 45 oder 46. Ja, und hier sind wir bei 27. Mhm. Ich sag mal, wenn du jetzt bei 10 wärst, 7 wärst, 8 wärst, 10, das ist eine Toleranz. Und dann guckst du, wie das hier ist. Wenn das hier auch noch okay wäre, dann wäre das auch in Ordnung. Aber hier sind wir auch komplett. Ist 20 Grad Toleranz. Genau. Okay. Und das ist nicht gut. Das heißt, die Hinterachse steht schon so quasi. Genau so. Das heißt, wenn wir jetzt so die Vorderachse einstellen, wird dein Lenkrad niemals richtig gerade. Also ist wichtig. Oder der zieht nach links oder nach rechts oder dein Lenkwinkel stimmt nicht mehr. Das heißt, wir machen erstmal die Hinterachse. Perfekt. Und dann kommen wir auf die Vorderachse. Oh. Querlenker einmal lösen. Mhm. Beide. Und dann stellen wir das ein. Mit dem hier. Ja. Den müssen wir lösen. Alter, zack.
Ja, hier kommen wir ein bisschen schlecht dran. Aber wir haben keine andere Wahl. So, einmal. Jetzt lösen wir die in der Mitte auch noch. Und du guckst dir die Werte gleich an. Ja, soll ich nach vorne gehen? Ja, kannst du ja machen. So, die Seite haben wir schon mal. Die machen wir sofort auch wieder fest. Guck dir das an. So. Das ist perfekt. Alles im grünen Bereich, sagt man nicht umsonst. So, und jetzt die Werte werden sich jetzt vorne alle ändern. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt arg verstellt sein wird vorne. Safe. So, guck dir das an. Hier ist schon alles grünen Bereich. Da können wir auch nichts machen. Das ist der Nachlauf. Das ist der Sturz. Da können wir auch nichts machen. Aber ist perfekt, perfekt, perfekt. Und jetzt, was wir nur noch machen, ist nur noch Spur einstellen. Ist das viel? Ja. Hier ist das viel. Ja, hier ist das viel. Hier ist das noch fast ein Toleranzbereich. Ah, okay. So, Alter, das ist dann echt easy. Warum ist jetzt oben rechts minus 1? Weil ich den ja bewege. Ach so, das ändert sich dann immer, ne? Okay. Das heißt, wenn du jetzt festmachst alles, dann wird das alles wahrscheinlich wieder okay. Und das ist egal? Das ist egal, da kannst du wieder nichts machen. Sturz. Ist das Sturz? Ja. Okay. Ich habe auch alle Schrauben nochmal festgezogen, locker gemacht, festgezogen. Aber du siehst ja gleich vorher, nachher, wie das ist. Wie es auch steht, ne? Ja. So, gucken, ob wir auch schön mittig sind. Super mittig. Das ist auch gut. Das reicht, der muss jetzt nicht unbedingt hier sein. Nein, Quatsch, im grünen Bereich. So, das war Feuer. Rot, 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 rot. Und danach haben wir nur noch einmal rot. Fertig. Das war's. Laut Gerät haben wir es richtig gemacht. Ja. Werden wir jetzt sehen. Also, ab ins Auto. Ich und bin generell gespannt jetzt, nachdem die Gelenke drin sind. Jetzt habe ich ja noch gar nicht, bin ich nicht mitgefahren. Jetzt fahren wir. Wow, guck mal, die Spur ist schon mal geil. Aber man merkt schon, dass er ein neues Gelenk hat. Dieses Auto ist generell so laut, oder? Ja, aber Differential, Airosh. Ich glaube, da ist kein Gramm Öl drin. Meinst du? Ja. Differential macht auch Geräusche. Weil das ist extrem bei diesem Auto. Der ist echt sehr laut. Aber. Und der ist auch verdammt hoch, ne? Da müssen die Bremsen noch einfach. Gut. ABS brennt nicht, das ist schon mal gut. So, ich brauche jetzt so unebene Straßen am besten. Ey, Spur ist aber richtig gut eingestellt. Der reagiert super. Das hört sich doch gut an. Ja. Also hinten haben wir definitiv Differential, ne? Was ist dieses Laute? Weil es hört sich so ein bisschen an, als würde das von hinten kommen. Aber. Boah, ich höre aber nicht so viel. Aber guck mal. Jetzt nicht mehr, aber vorhin. Ja. Es kann aber auch Getriebe sein, ein bisschen, aber guck mal, wie diese Leer, wenn ich Leerlauf mache, wie schön, der hört sich sehr gut an. Ja, da, dieses. Das kommt definitiv von Differential hin. Das ist echt schlimm. Ja, wir müssen einmal mal Differentialöl mal wechseln. Oder mal Atonium. Ja, lass mal was da. Lass mal Andreas fragen, weil er schwört ja drauf.
dass die Geräusche dann weggehen. Keine Ahnung, aber da muss irgendwie was geguckt werden. Das ist ja ganz schlimm, finde ich. Wow. Aber der ist schon... Der fährt schon gut. Fühlt sich alles besser an, auf jeden Fall. Ja, ne? Aber mich stört keine extremen Geräusche mehr. Nee, so kannst du jetzt fahren. Überall. Der hört dann aber auf, wenn du Gas gibst. Ja, das ist jetzt nur noch dieses hintere Geräusch. Ja. Oh mein Gott, was ist das? Mein Traumauto! Ich finde das. Oh, ich will so eins auch haben. Guck dir mal das an. Oh. Die öffnet schon für dich hier. Komm rein, Schrottplatz. Kommen Sie bitte. Ja, aber Radlager ist jetzt erledigt, das kann ja nur noch differenziell sein. Nee, boah, die Extremgeräusche sind weg. Können wir das nicht gucken? Komm mal, wir mir auf. Ja, wir müssen hier nur hochheben, Redosch. Sollen wir das mal kurz gucken? Sollen wir jetzt eben mal? Ja, komm, ich will das jetzt wissen. Okay, aber ich muss jetzt unebene Straßen finden, weil... Ja, dann fahr hier links. Nee, ich fahr so. Fahr links? Nein, ich fahr meine. Wow, ey, Spur ist richtig geil, Redosch. Keine Geräusche. Aber können auch Reifengeräusche sein, ne? Nein, das sind keine Reifengeräusche, glaube ich. So extrem, das kann ich mir nicht vorstellen. Wow. Ey, ich sag dir, damit jetzt eine Rallye fahren, ist so ein Traum, glaube ich. Ist schon okay, aber dieses Geräusch muss weg, das ist nervig. Also fahren tut er sich echt gut, ist nur noch dieses Geräusch dann, ne? Also gelenketechnisch, motortechnisch müssen wir den jetzt auf Vordermann bringen und dann sieht es doch schon gut aus, oder? Dann kann doch die Rallye kommen. Oder ist das Getriebe kaputt? Was ist das denn? Jetzt mach mal auf D und fahr langsam an. Doch, das ist Differential. Das ist Differential. Das ist Differential. Okay, lass mal. Mal aus. Das ist Differential. Oh mein Gott. Ja, der malt richtig hier drin. Also, vielleicht sieht das Andreas. Andreas, ich brauche dich hier. Bring mal dein Wunderzeug mit fürs Differential und dann probieren wir das mal aus. Also, Probefahrt, super. Auto lässt sich super fahren. Ehrlich, muss ich sagen, Wahnsinn. Jetzt noch die neuen Reifen drauf, dann noch mal eine Spureinstellung. Aufgestellt. Sein neues Teil bitte. Nee. Oh, guck dir den mal an. Der ist ganz schäbig hier überall. Bevor wir hier weitermachen, eine Bitte an euch. Wie soll man dieses Auto nennen? Der braucht einen Namen. So, mein Vorschlag wäre Schnecke. Guck mal, wo die Schnecke jetzt schon ist. Die ist hier. Ja, sogar die Schnecke ist schnell. Wo ist sie? Andere sehe ich nicht mehr. Wir haben nicht mehr lange zu Rallye und ich freue mich drauf. Also top, bis jetzt super. Höhe stimmt, hinten die Höhe. Ja, ist okay, ja? Ist auch okay. Ist okay. Aber hinten reicht das auch oder machst du ein bisschen höher? Ja, die können wir noch ein bisschen höher machen. Würde ich auch sagen. Aber der wird sich noch ein bisschen setzen, ne? Ist ja klar. Ja, okay, aber ein bisschen höher müssen wir hinten trotzdem gehen. Boah. Geil. So, Leute, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft 20 bis 3. Ciao. Heidosch, geil.